ungewöhnliche Einblicke. Für Nicole Schulze vielleicht nicht ganz so ungewöhnlich und unbekannt. Sie arbeitet seit 20 Jahren als Prostituierte und ist aktiv im Berufsverband Erotische und Sexuelle Dienstleistungen. Und zugeschaltet aus Berlin ist uns die CSU-Abgeordnete Dorothee Bär, die ja gerade schon direkt angesprochen wurde. Frau Bär, Sie sind für Sexkaufverbot und die Reaktion haben Sie aus dem Laufhaus gerade direkt bekommen. Im Grunde, ich fasse mal zusammen, da sind Frauen, die sagen, sie wollen als Politikerin Frauen schützen, die den Schutz gar nicht brauchen. Und vor allem, sie haben gar keine Ahnung, wovon sie sprechen. Woher nehmen Sie Ihre Kenntnis über die Prostitution? Also ich fand es ganz spannend, diese Behauptung, weil ich tatsächlich seit 2 Jahren mich in ganz vielen dieser Etablissements auch gezeigt habe, mir das auch angeschaut habe, jetzt nicht in Frankfurt, aber hauptsächlich in Berlin. Da ist die Situation ähnlich wie in Frankfurt. Und es stimmt nicht, dass die Frauen keinen Schutz wollen. Es gibt natürlich immer Einzelne, die meinen, dass sie ihn nicht brauchen, aber die überwiegende Mehrheit, über 90%, die sind da gefangen, die sind in der Zwangsprostitution. Natürlich nicht, wie es die Frau gesagt hat, an einen Heizkörper gefesselt, aber halt doch von Zuhältern, von Menschenhändlern gefangen in Deutschland, zum Sex gezwungen. Und auch in ihrem Film wurde ja sehr, sehr stark deutlich, was die Frauen jeden Tag aushalten müssen. Bis zu 15 Freier am Tag. Also insofern sind das alles menschenunwürdige Zustände. Die Kollegin Nicole Kosig hat im Laufhaus keine einzige Prostituierte getroffen, die unter Zwang arbeitet und die den Zuhälter gehabt hätte. Ausschließlich Frauen, die freiwillig dieser Tätigkeit nachgehen. Ja, oder halb freiwillig, oder wenn Sie sagen, Sie sind reingerutscht, weil Sie beispielsweise als Kinder missbraucht wurden, als Jugendliche missbraucht wurden oder durch Drogen reingerutscht. Oder die eine Kollegin, ich glaube Helena hieß sie, die gesagt hat, dass sie eben über Drogen und über Männer, die sie ausgenutzt haben und dann Loverboy-Methode. Also von daher ist es doch völlig klar, dass da andere, auch emotionale Abhängigkeitsverhältnisse da sind. Also die mehr von der Freiwilligkeit, die gibt es einfach nicht. Und Freiwilligkeit wird doch schon dadurch ausgeschlossen, dass Geld im Spiel ist. Und auch die Preise, die genannt wurden, die stimmen ja. Auch hier auf der Kurfürstenstraße in Berlin für 5 Euro alles und immer ohne Kondom und ungeschützt. Und auch die eine, ihre Kollegin, die diesen Selbstversuch gemacht hat, hat ja auch nur 10 Kondome bekommen. Die andere Kollegin sagt, sie braucht aber 15 in der Nacht. Und ich habe jetzt auch im Vorfeld auf diese Sendung heute Abend alleine in den letzten 10 Minuten auf Instagram von so viel ausgestiegenen Prostituierten nochmal die Bestärkung bekommen, dran zu bleiben und sich nicht von selbsternannten Vereinen, wie die Frau, die gerade neben Ihnen sitzt, die auch bezahlt werden von Zuhältern, von Bordellbesitzern, sich Kirre machen zu lassen. Also wir bleiben da standhaft, weil wir genau wissen, was los ist. Frau Bär, das waren jetzt viele Schüsse in viele Richtungen. Ich will erst einmal auch Helena begrüßen, die wir im Film kennengelernt haben. Wir werden gleich nochmal sprechen. Ganz kurz die Frage, weil auf Ihre Drogenvergangenheit Bezug genommen wurde. Sind Sie freiwillig in die Prostitution gegangen und haben Sie diesen Job freiwillig gemacht? Naja, damals als Minderjährige war das eher nicht der Fall. Also das war dann eher schon erzwungen irgendwo. Aber ich würde jetzt da nicht behaupten, dass es jetzt ein Grund wäre, um da jetzt zu sagen, okay, ich bin jetzt aus diesem Grund genau in die Prostitution reingekommen. Natürlich kommt es vielleicht aus manchen Kreisen vielleicht von einem gewissen Einfluss. Aber es gibt halt auch viele Frauen, die machen das halt wirklich freiwillig oder weil sie vielleicht in ihren Ländern keine wirtschaftliche andere Lage haben, wo sie sagen würden, okay, ich habe jetzt irgendwie eine andere Option, als das zu tun. Also da glaube ich, gibt es jetzt nicht nur wie bei mir in meiner Vergangenheit Gewaltanflüsse oder auch irgendwo diese Art Erpressung, was es bei vielen Frauen gibt. Deswegen gibt es ja auch die sogenannte Zwangsprostitution. Mhm. Aber also ich finde, da gibt es auf jeden Fall viele Methoden, wie man das auf jeden Fall beheben könnte, dass es erst gar nicht so weit kommt. Danke, aber an sich danke, ist Helena. Es eine Arbeit. Ich will mal Nicole Schulze fragen, weil sie hier schon ganz nervös auf der Lehne trommelt. Es gibt keine Freiwilligkeit in der Prostitution, sagte gerade Frau Bär. Also natürlich gibt es Freiwilligkeit. Also ich bin, Frau Bär, seit 20 Jahren in der Prostitution und zwar als Straßensexarbeiterin. Und ich habe angefangen, weil ich Spaß dran habe und habe auch während meiner Zeit in den ganzen 20 Jahren auch die schlechte Seite der Prostitution erlebt, weil ich nämlich auch einen sogenannten, wie man es heute nennt, Loverboy verfallen war oder ja war und das ganze 7 Jahre lang. Und ich finde es von Ihnen nicht korrekt, dass Sie mich hier hinstellen, nur weil ich Mitglied im Berufsverband Erotische und Sexuelle Dienstleistungen bin, dass ich von der Lobby bezahlt werde. Ich bin Straßensexarbeiterin und verdiene mein Geld auf der Straße. So, das wollte ich jetzt mal loswerden. Also so fängt man doch kein Gespräch an. Nee, unmöglich. Also Sie merken, Frau Bär, diese Vereinnahmung, dass Sie sozusagen die Prostituierten gänzlich schützen wollen, die wird nicht akzeptiert, weil es sozusagen eine Selbstbestimmung gibt auf Seiten der Prostituierten, die Sie nicht akzeptieren wollen und nicht akzeptieren können?
Nein, Selbstbestimmung ist natürlich eine absolute Mehr. Man muss es sich natürlich wahrscheinlich irgendwann einreden, weil man denkt, man kommt auch da gar nicht mehr raus. Und ich sage ganz deutlich, Prostitution ist mit Artikel 1 Menschenwürde nicht vereinbar. Die Würde auch jeder Frau ist absolut schützenswert. Und Sie haben das ja auch gezeigt. Es kann ja niemand gut finden, 10 bis 15 Männer am Tag befriedigen zu müssen, egal wer kommt. Die Prostituierte aus Polen hat es ja auch gesagt, wie eklig das ist. Und dann wird gestunken, dann wird geschwitzt. Sie hat aber auch gesagt, dass man muss jeden nehmen. Die Männer rausschmeißen, die ihr nicht passen. Also das gehört zur Wahrheit auch dazu. Sie hat gesagt, sie entscheidet, welche Kunden sie bedient. Ja, aber es war natürlich, und ich sage Ihnen auch ganz offen, die haben natürlich auch vor der Kamera jetzt gesprochen. Wir haben ja jetzt in den letzten 2 Jahren nicht nur ich, auch meine Kolleginnen und Kollegen mit so vielen Frauen gesprochen, die dann tatsächlich den Absprung geschafft haben, auch mit Sozialarbeitern, die sagen, selbst wenn am Anfang mal die vermeintliche Freiwilligkeit da war, ist sie eben nach einer bestimmten Zeit nicht mehr da. Sie müssen sich ja auch mal die Körper der Frauen anschauen. Die sind ja physisch, die sind ja psychisch wirklich komplett am Ende. Die haben Verletzungen im Vaginalbereich, im Analbereich, im oralen Bereich, aus Gründen, wie sie sich denken können. Wenn sie in den Gewaltschutzambulanzen sind, dann sehen sie natürlich auch, wie die Frauen ausschauen. Und deswegen, selbst wenn, ich würde mal bei der Dame, die neben Ihnen sitzt, selbst wenn sie sagt, sie ist die eine Freiwillige und sie kennt noch 10 andere, heißt das ja nicht, dass man 90% aller anderen Frauen in diesem Elend verrotten lassen darf. Da kommen Rumäninnen, da kommen Bulgarinnen, das hat ja auch der eine Freier gesagt. Oh wow, eine Frau, die mal Deutsch kann. Es ist ja auch eine Frage des Rassismus. Wir holen hier wirklich die Frauen rein aus Osteuropa, aus Afrika, aus Asien und in Deutschland kann jeder mit denen machen, was er will, weil der Staat sagt, das ist eine wahnsinnig legale Geschichte. Sie, Frau Schulz, aber die Gelegenheit, selber über sich zu sprechen, bevor Sie es ausschließlich tun. Genau. Ich fange mal so an, blenden Sie diese elende Seite der Prostitution in Ihrer Wahrnehmung vielleicht einfach aus, also den Menschenhandel, die Zwangsprostitution? Also ich sage mal so, ich sehe Sexarbeit als einen Beruf an und jeder Beruf also hat irgendwelche Nachteile. Also wir nehmen jetzt mal ich komme von der Mosel, nehmen wir die Winzer, nehmen wir die Weinernte, da ist auch Ausbeutung. Und ja, aber wollen wir es nicht bagatellisieren? Frau Bär sprach von körperlich ernstzunehmenden Folgen, körperlicher Zerstörung. Also mein Körper ist okay, ich bin gesundheitlich in Ordnung und ich kenne viele Sexarbeiten, weil Frau Bär sagt jetzt, ich wäre hier die einzigste Freiwillige. Ich kenne so viele, die diesen Beruf gerne machen und sie stempeln die immer ab als Lobbyisten und werden von, was weiß ich, von Betreibern und Zuhältern bezahlt. Wir sind viele und das müssen Sie endlich in der Politik kapieren und akzeptieren. Sie können mit dem Kopf schütteln, aber das ist so, Frau Bär. Und selbst wenn ich die Einzigste oder wir wären nur 10 oder wir wären nur 100 Personen, dann zählen wir auch. Sie können uns nicht totschweigen. Und wenn Sie sagen, die Dienstleistung gehört verboten und wir würden... Sie will ja nicht, wenn ich Ihnen das beispringen darf. Völlig außer mir, wie sie hier spricht. Völlig. Sie reden über mich und kennen mich noch nicht mal und stellen mich aber hier hin, als wäre ich krank, als wäre ich eine Lobbyistin, die irgendwelche Gelder bekommt. Das finde ich eine Unverschämtheit. Ich übernehme an der Stelle mal, Sie will ja nicht die Dienstleistung verbieten, Sie wollen die Freier kriminalisieren, Frau Noch Bär. Schlimmer. Das heißt, sozusagen der Kauf von Sex soll illegal werden. Das ist ein de facto Verbot des Gewerbes. Ich frage mal so, sind Sie so naiv zu glauben, die Prostitution damit abzuschaffen? Oder wird sich ein jahrtausendealtes Gewerbe nicht dann einfach komplett ins Dunkelfeld verlagern? Denn Freier wird es geben, so naiv können Sie, glaube ich, nicht sein, die Prostitution wird es geben. Das ist ja immer das allerallerschlimmste Argument zu sagen, es geht dann ins Dunkelfeld. Da ärgert sich übrigens die Polizei am meisten, weil wie dunkler soll es denn noch werden? Wir haben, wenn man es konservativ schätzt, 250.000 Prostituierte in Deutschland. Von denen sind gerade mal 10% angemeldet. Das heißt, die anderen kennen wir überhaupt nicht. Das bedeutet, dass das Dunkelfeld sowieso schon so groß ist, nach Corona noch größer geworden ist. Das heißt, nicht nur der Straßenstrich, die Wohnungsprostitution ist so groß wie noch nie in den Airbnbs und überall, wo das Ganze eben stattfindet. Und die Polizei sagt eben auch, Prostitution lebt ja davon, gefunden zu werden. Wenn die Freier sie finden, dann finden wir sie ja erst recht. Und wird es weiterhin Prostitution geben? Ja. Wird sich der Markt massiv verkleinern? Auch ja. Das heißt, den wenigen, die da noch da sind, werden sie natürlich auch viel mehr Polizei und Hilfskräfte zur Verfügung stellen können, weil das auch ganz wichtig ist, dass diejenigen gefunden werden. In Schweden gibt es auch noch Prostituierte, aber die sind alle Polizei bekannt und werden von der Polizei geschützt. Und in Deutschland erzählen die Zuhälter,
und die Freiheit den Prostituierten, dass die Polizei ihr Feind ist. Also muss man natürlich das komplette System einmal von den Füßen auf den Kopf stellen und muss wirklich auch dafür sorgen, dass die Frauen in anderen Berufen arbeiten können, weil nochmal, es ist kein Beruf. In welchem Beruf haben Sie Notfallknöpfe an Waschbecken? In welchem Beruf werden Sie wirklich geschunden und ausgenutzt? Und warum haben wir keine Berufspraktika? Letzter Satz. Warum haben wir keine Berufspraktika für Schülerinnen, um ihnen zu sagen, gehen Sie doch mal in die Prostitution. Das ist lächerlich. Das Prostituiertenschutzgesetz und das Prostitutionsgesetz sind gescheitert. Und deswegen brauchen wir einen Paradigmenwechsel. Ja. Frau Beer. Das ist das Los, sozusagen, dass die Politiker mit viel Dampf für ihre Sache streiten. Ich will Ihnen beiden eines zugutehalten. Sie kämpfen für Rechte, die eine für das Recht auf Schutz der Menschenwürde, sie auf das Recht für Selbstbestimmung. Näher zusammenbringen werden wir sie heute nicht. Ich bin sehr gespannt, wie das bei uns in den sozialen Medien diskutiert wird. Aber es ist ja wichtig, dass sie streiten und dass sie offen streiten dürfen. Und dafür meinen ganz, ganz großen Dank. Ja, aber ohne Angriffe. Ich meine, sie hat gestartet direkt mit einem Angriff und macht Personen, die eigentlich was sagen wollen über die Branche, nieder und stellt sie in eine Ecke, damit jeder denkt, ach, die ist ja sowieso nichts wert, weil sie wird bezahlt. Fair enough. Das muss man sagen. Man sollte fair miteinander diskutieren und an einem Tisch sitzen und jede Seite hören. Und die Prostitution... Nichts wert, habe ich übrigens nicht gesagt. Die Prostitution ist vielfältig. Man soll von der Straßenprostitution bis zum High-Class-Escort, Laufhaus und so weiter, alle an einen Tisch. Meine Straßenprostitution sieht anders aus wie der von einer Domina. Ja. Der Punkt war, also in puncto Redezeit noch absolut zu machen. Ja. Frau Beer, nehmen Sie es als Einladung zum Dialog, dass Sie dialogbereit beide heute waren. Dafür meinen herzlichen Dank auch an Helena, die sich hier offen ausgesprochen hat. Vielen, vielen Dank Ihnen.